Testen wir nochmal, testen wir nochmal, testen wir nochmal. Testen wir nochmal. Test. So, hallo Leute. Ich mach nochmal eine schnelle Aufnahmesession mit I Wanna Be The Guy. Will ich das wirklich? Nun gut. Wir haben letztes Mal Moik Tyson. Der Karl Moik Tyson Dingsbums platt gemacht. Und jetzt sind sie ins Wasser gesprungen und jetzt kommt eine ganz schöne Stelle. Kommt die Äpfel, ihr müsst da weg. Kein Double Jump. So, als erstes muss dieser Stachelapfel kommen. Ja, schon besser. So, da schnell durch. Dort auf jeden Fall den Doppelsprung machen, sonst holt einen der Apfel. Ups. Sehr schön. Und wow, der Mond. Schnell, schnell, schnell. Und geschafft. Das lief gut. Wenn man nicht weiß, was der macht und was man hier machen muss, ist das riesig schwer. So, hier drauf. Und Speicherpunkt. Hä? Ja, jetzt hat er... Ich frage mich, wieso er vorher nicht gespeichert hat. Egal, it's dangerous to go alone. Take this. Na, dann nehmen wir's mal. Natürlich. Gut, wie man schon sieht, wir sind bei Zelda. Und das wird schon etwas schwerer als der letzte Raum, den ich aber auch wirklich gut hinbekommen habe. Das muss ich mich mal selbst loben. Nicht so wie Mike Fail Tyson, wo ich einfach nur versagt habe. Drei Leben, schön wär's. Ich habe nur eins und selbst... und da bin ich zu früh, Double Jump. Ja, ich muss rüber. Tief genug, dass er anfängt zu schlagen, aber... hoch genug, dass ich mich mit einem Double Jump noch retten kann. Mann, das wird gerade... So schwierig ist das eigentlich gar nicht. Ach Leute. Yes, na endlich. Ja, und dort. Ups, das war blöd. Mach da nochmal einen und der ist ein bisschen schwieriger. Da bin ich mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, wie ich den überhaupt beim letzten Mal geschafft habe. Und oh Gott. Kid. Hör auf. Und Link, ich bin doch kein Gegner. Ich bin eine Fee oder so. Auch wenn ich nicht weiß, dass Feen gerne in Stacheln springen. Mann, ich springe doch. Ich mach den Doppelsprung. Ich drücke direkt. Aber wenn ich... ganz direkt wird es ja nur noch schlimmer so jetzt. Ja. Wenn ich nicht zu früh mache, dann... macht er keinen Doppelsprung. Ich hasse dich, Link. Ich hasse dich.
Ja. Ich hasse dich, Link. Ich hasse dich. Ja. Darum hasse ich dich. Ich hasse dich so sehr. Und ich habe auch allen Grund dazu. Ich meine, wenn man wartet, geht er trotzdem auf einen. Obwohl... Ja, natürlich. Gut. Ich bleib mal etwas hinten im Kopf. Ne, er macht das genauso. Ich muss dann doch vor ihm da irgendwie runter. Mist. Wie trifft er mich dann noch? Ich bin doch so... Ich springe so weit nach vorne. Ja, das war zu früh. Ja! Fick dich, 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 fick dich. Ach Gott. Ach nein, jetzt weiß ich, wo ich jetzt bin. Ich bin natürlich bei Zombies, das sieht man. Oder hört man, erkennt man. Irgendwie fliegen. Ja. Irgendwie ganz komisch gerade. Mit den Schüssen. Ach, Leute. So. Irgendwie werden die so ein bisschen unsichtbar von Zeit zu Zeit. Gut. Es wird Zeit für eine der bösartigsten Stellen in diesem Spiel. Da vorne, auf der anderen Seite, seht ihr oder seht ihr vielleicht nicht einen Speicherpunkt in den Stacheln drin. Den habe ich nur, weil ich auf Medium spiele. Und das ist auch gut so. Ach, Leute. Die Stelle habe ich schon ganz schön häufig gemacht. Hey, was habe ich mit dem Anfang hier so für Probleme? Ich probiere es mal kurz. So, probieren wir es nochmal so aus. Vielleicht habe ich ja tatsächlich mit Tastatur inzwischen mehr Gefühl. Naja, sieht eigentlich ziemlich genauso aus. Ja, jetzt steige ich wirklich komplett auf Joystick um. Auch wenn das mit dem R... Das... Kurz Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mir mal kurz... R auf meinen... Gamepad gemappt.
Das heißt, ich kann jetzt zurücklehnen und das Spiel genießen. Das glaubt ihr doch selber nicht. Es wird dran gewöhnt. Ich hab's auch an der halb links oben habe ich's mir hingemacht. Also die LB ist das. Damit ich da nicht ganz so drauf liege und aus Versehen respawn oder so ein Scheiß. Und schießen kann ich mir eigentlich dann, wenn ich es mal brauche, auch dann umlegen. Ja, die Stille ist eigentlich noch nicht der schwere Part. Wow, 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 wow. Das war gerade ein Slowdown und ja, das ist das Problem. Wenn es am Ende da so schnell geht. Und wieso geht das Kabel da lang? Meine Herren, ich fädere mich hier gerade in Kabeln und... So. So ist besser. Ja, die Stelle ist gut zum Tode farmen. Und der nächste Tod. 15 Minuten noch um. Na, ich lasse die Aufnahme erstmal weiterlaufen. Und dann gucken, wie ich schneide. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt gleich. Ich meine, ich war schon so nah dran. Beim letzten Mal, als ich hier durchgegangen bin, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich diese Stelle niemals wieder machen muss, habe ich bis zum Schnellen eigentlich ohne Probleme jedes Mal geschafft. Oder halt so von Zeit zu Zeit stirbst du natürlich immer mal, weil du ein bisschen unpräzise stehst oder so. Sowas, aber eigentlich geht das doch. Noch. Ich hasse mein Leben. Zum Glück habe ich davon so viele. Da kann ich ruhig ein paar hassen. Auf die kommst du dann auch nicht mehr an. Das genaue Timing ist dort echt so mies. Und ein bisschen Glück. Es muss auf jeden Fall eher, wenn es gerade wieder hochkommt. Dass du dann, also der Erste, dass du da dann drüber springst, dann sind die anderen zwar gerade unten, aber... Oh ne, wenn das... Ja, wenn es hochkommt, dann gehen die da hoch. Das ist ein bisschen leichter gesagt als getan, weil... Nur vorwärts, eine Richtung hier. Ich hasse diese Stelle, ich hasse diese Stelle und... Arm, hör auf damit, du bist keine Gefahr. Also keine richtige. Nicht so wie die 1000 Stacheln hier. Wäre wenigstens die Musik so cool wie bei Tyson. Ist nicht zu glauben. Und Sprung. Und. Hierbei geht einem auch immer der Kommentar aus. Ich meine, ja, ich weiß, was da passiert. Das passiert da seit 10 Minuten. Das sind wirklich schon 10 Minuten, wo ich hier dran sitze. 8 nach bin ich, glaube ich, hier hingekommen. Ja,
Und nein. Jetzt bis zum ersten Stachel. Man sollte darauf jetzt Wetten abschließen, an welchem Stachel ich sterbe. Und wie oft. So, geht durch. Gut. Müsste nicht sein, das war sowas von vermeidbar. Und denkt immer dran noch, es gibt Leute, die das hier in einem Versuch machen. Verrückte. Das war dämlich. Und gut, Kit. Nicht weit genug. Schon wieder nicht weit genug. Bläm, bläm, eine Blutfontäne nach der anderen. Nein, nein, nein! Zu früh den Doppeljump gemacht. Ja, wie ihr seht, die scheiß Teile kippen um und natürlich sind sie tödlich. So kurz davor. Ja, komm. Das war übereifrig. Das auch, das auch. Das auch. Super Meat Boy blutet an jeder Ecke und ich glaube trotzdem, dass der weniger Blut verliert in seinem Spiel als Kit hier. Yes! Yes, 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 yes. Gut, ich mache hier mal Cut. 20 Minuten Folge. Ist okay. Man sieht sich beim nächsten Mal.